Zufriedene Gesichter nach dem 1:1 gegen Austria Lustenau. Dabei musste die Mannschaft in der zweiten Liga erst auftauen. Ja, ich glaube, am Anfang sind wir mit sehr großem Respekt ins Spiel gegangen, weil wir ja doch die Newcomer sind in der Liga und eine ziemlich junge Truppe sind. Und das Gegentor ist natürlich dann umso bitterer. Aber ich glaube, wir haben das sehr gut weggesteckt. Die ersten 20, 30 Minuten haben wir dann Respekt dann langsam verloren und haben auch frecher und mutiger nach vorne gespielt. Dass im ersten Match ein paar Abstimmungsprobleme sind, das ist normal. Das ist immer so in jeder Mannschaft, wo ich bis jetzt war. Oder in jedem ersten Spiel ist immer komisch. Du weißt nicht, wo du stehst. Aber ich glaube, dann im Großen und Ganzen haben wir das super gemacht. Und ja, haben sogar das 2:1 am Fuß gehabt, muss man sagen. Wie hast du die Mannschaft erlebt vor dem Spiel? Also war diese Nervosität schon zu spüren? Ja, ich habe zum Hütti gesagt, in der Kabine noch, genau bevor wir aufwärmen, schaut alles an, da redet kein Mensch. Alle sind komplett in sich gekehrt, hat gesagt, Jungs, seid ein bisschen locker. Was ist denn los? Das ist ein normales Spiel. Wir haben gegen Dynamo Zagreb vorher auch Spaß gemacht. Aber ich meine, ja, sie ist Meisterschaft, aber es ist trotzdem ein normales Spiel. Natürlich hat dann gedauert, bis wir aufgewacht sind, aber wie wir dann aufgewacht sind, war überragend. Lustenau hat jetzt vielleicht mehr Kopfzerbrechen. Wir können mit dem Punkt gut leben und können in die nächsten Spiele mit Konzentration, mit einem fokussierten Verhalten, so wie heute zweite Halbzeit, uns die nächsten Punkte holen. Und die Euphorie müssen wir jetzt mitnehmen. Das, glaube ich, gibt der Mannschaft auch einen gewissen Auftrieb und mit dem können wir, ist ein guter Start und mit dem schauen wir mal, ist viel möglich. Die Austria ist in der zweiten Liga angekommen. Am Freitag geht es weiter bei Blau-Weiß Linz mit der Fanfahrt unserer Fanclubs. Auf nach Linz!